Hallo, moin moin. Hier ist wieder der Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ich wollte gern nochmal ein Video machen auf meinem Spaziergang mit meinem Hund, dass ihr den auch nochmal sehen könnt. Ich bekam noch ein paar Fragen, wie es dem geht. Er hat ja an der hinteren rechten Pfote sind die Kreuzbänder ja gerissen. Das ist immer noch so. Wir haben das nicht reparieren lassen, also operieren lassen. Weil die Tierärztin meinte, selbst wenn die Operation glückt, kann es immer noch sein, weil der Hund so wild ist, dass das danach doch nicht vernünftig verheilt. Weil der Hund müsste wochenlang ruhig liegen, ruhig gestellt werden. Naja, und da haben wir da gesagt, dann weißt du, so furchtbar viel Schmerzen hat der Hund ja nicht anscheinend. Und das seht ihr ja auch, wenn sie hier läuft. Vielleicht füge ich nachher noch das Video zu, was ich vorhin gerade gemacht habe, wo sie an der Straße rumlief. Da seht ihr ja, dass der Hund eigentlich ganz normal läuft. Natürlich, wenn sie sich überanstrengt, weil sie zu Hause so verrückt ist und immer spielen will mit Ball und Stock und solche Sachen, dann humpelt sie hinterher natürlich schon mal ziemlich kräftig. Aber ansonsten hat sie da eigentlich kein Problem mit. So auf dem Spaziergang oder so, seht ihr ja, läuft sie ganz gut. Ja, heute ist der, glaube ich, 26. November, Sonntag. Ich habe heute Nachmittag noch einen wichtigen Kundentermin hier in Belgien für eine Weinprobe bei einem meiner Kunden für zum Ende des Jahres nochmal hoffentlich einen ordentlichen Weinvorrat einzuschlagen. Gruppenweinprobe mit ein paar Leuten heute Nachmittag um 3. Jetzt ist das erst gegen 11:30 oder so. Und da dachte ich mir, ich mache halt nochmal so ein spontanes Video. Halt mit Lena dabei. Ne, Lena, komm. Lena, komm. Hier gehen wir hoch. Ja. Komm. Ne? Dann könnt ihr die auch nochmal sehen. Und diese Spaziergang-Videos habe ich ja früher immer auch ganz gerne gemacht. Mache ich immer noch ganz gerne, aber meistens gehe ich halt mit meiner Mutter spazieren. Das heißt, ich schiebe sie dann im Rollstuhl, einen anderen Weg natürlich als den ich jetzt hier gehe. Und ja, wenn ich mit meiner Mutter im Rollstuhl so spazieren gehe, dann habe ich natürlich keine Lust, irgendwie eine Aufnahme von zu machen. Das könnt ihr ja vielleicht verstehen. Aber heute hat sie weniger Zeit, weil sie das Essen für uns vorbereiten will den ganzen Tag. Und dann sagte ich, ja, dann gehe ich mit dem Hund halt alleine. Es regnet ja nicht. Es ist zwar nicht besonders warm, vielleicht so um die 9 Grad, aber es regnet nicht. Und dann dachte ich, dann gehe ich halt mit dem Hund alleine und kann euch auch noch mal eben darüber informieren. Hier bin ich übrigens wieder auf der Wiese, wo ich öfter ja schon gestanden und gefilmt habe. Dann kann ich euch vielleicht noch mal eben darüber informieren, wie es auf meinem Kanal weitergeht im Augenblick mit Videos. Ihr merkt ja, ich habe jetzt gestern am Sabbat das 18. Kapitel von Alle Wege führen nach Rom hochgeladen, das ich im Oktober 2016 bereits aufgenommen habe. Und dann könnt ihr natürlich auch sagen, ja mal, wieso zeigt der Jörg uns jetzt oder lädt er jetzt Videos hoch, die er schon ein Jahr auf dem Computer hat? Naja, ich habe in der Zwischenzeit ja viele andere deutschsprachige Videos hochgeladen. Ich habe die ganze Buchlesung von zum Beispiel Martin Luther, wieder das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet, im ganzen Oktober hochgeladen, 14 Lesungen und auch andere Dinge gemacht. Und Brett, der mein Freund aus Minnesota, mein Bruder in Christus aus Amerika, der gesagt hatte, dass er für die Bilder von Alle Wege führen nach Rom sorgen wollte, hatte eine ganze Zeit lang private Probleme, mit der Arbeit Probleme. Und hat natürlich deswegen nicht so die Bilder raussuchen können und deswegen ist das ein bisschen liegen geblieben. Und dann habe ich angefangen, die ersten zwei Videos des Buches Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris hochzuladen. Da gibt es ja auch eine eigene Spielliste von, da sind im Augenblick, also heute Ende November, nur zwei Videos drin. Aber das Buch habe ich komplett durchgelesen, die Videos sind verarbeitet und warten auf dem Computer nur darauf, dass sie veröffentlicht werden. Es sind noch 22 Videos, die dafür kommen.
Im Englischen bin ich noch stecken geblieben auf, ich glaube, Nummer 13 muss ich da als nächstes machen. Da bin ich noch nicht so weit gekommen, aber in Englisch mache ich ja im Augenblick auch die versprochene Buchlesung von Martin Luther, Against the Roman Papacy, an Institution of the Devil, also die englische Übersetzung des Buches, das ich in Deutsch im Oktober hochgeladen habe. Und da habe ich jetzt in total 14 Lesungen gemacht und da muss ich wohl noch sicher 5, 6 machen, bis ich mit dem Buch durch bin. Also das wird sogar länger als das Deutsche. Nur leider, merkwürdigerweise, ich weiß nicht wieso, aber mir fällt auf, dass ich die letzten Wochen sehr viel weniger Klicks auf meine Videos bekomme. Nun, ihr wisst, ich mache das nicht für Popularität und viele Klicks auf die Videos zu bekommen. Aber ich finde es schon schade, wenn man sich so die Mühe macht, zum Beispiel im Englischen, den Leuten auch sagt von, ja gut, ich lese das Band, wenn ihr das unbedingt wollt, und dann kriegst du Kommentare, ja mach das, mach das, mach das. Und dann lässt du ein Video 3-4 Tage draufstehen, kriegst noch nicht mal 200 Klicks. Und dann finde ich es einfach schade, dass diese Information nicht genug angeschaut wird. Ich kann nur hoffen, dass das in der Zukunft ein bisschen anders wird. In Deutsch auch. Normalerweise, wenn ich Videos auf dem Sabbat hochgeladen habe, dann habe ich bis jetzt innerhalb von 24 Stunden meistens zwischen 1.000 und 1.500 Klicks auf die Videos gehabt. Und im Augenblick stagniert das bei, ja, das von gestern ist jetzt heute 600 und ein paar Mal angeguckt. Wie gesagt, es geht mir nicht um die Menge der Klicks im Allgemeinen, von wegen Popularität oder so, aber es geht mir darum, dass die Leute die Information, die in diesen Videos ist, doch bitte annehmen sollen. Und wenn das so wenige schauen, ja, dann nehmen das halt auch nur wenige an. Und das finde ich ganz einfach schade. Ja, komm mal hier, Lena. Ja, komm. Ja, komm. Ich spreche nur gerade ein bisschen mit den Leuten. Seht ihr sie da hinten stehen? Ja? Na, komm mal. Ja. Also jedenfalls, ich habe noch eine ganze Menge im Köcher. Auch in Deutsch. Ich habe angefangen, das Buch zu lesen von Henry Charles Lear. Da hatte ich ja, glaube ich, schon erzählt, dass ich das machen werde. Das sind 3 Bänder von über 1800 Seiten in total. Und da habe ich den ersten Band angefangen, bin auf Seite 70, über die Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Und das wird vollständig gelesen. Da habe ich jetzt bisher 7, 8 Videos oder so gemacht. Und es ist durchaus möglich, dass ich mal meinen zweiten Videokanal gebrauche, Douglas War und Disinfo. Und da werde ich zum Ende dieses Videos eine kleine Information hinsetzen, wie ihr euch darauf abonnieren könnt, dass ich auch da mal ausweichende Videos mache, weil ich so viel habe in Deutsch und in Englisch, dass ich das auf meinem Hauptkanal nicht alles hochgeladen bekomme. Und schlussendlich muss die Information ja raus. Klicks oder nicht Klicks. Und abschließend möchte ich nochmal von der Gelegenheit heute hier Gebrauch machen, mich zu bedanken bei den fantastischen Leuten, die sich auf mich abonniert haben und die mich auch finanziell unterstützen. Ich werde hier keine Namen nennen, weil das wollen die nicht und das will ich auch nicht. Aber es gibt ein paar Leute, die mich inzwischen ein wenig finanziell unterstützen, dass ich mir den nächsten neuen Computer anschaffen kann und halt die Arbeit fortsetzen kann. Also es geht nicht darum, meine laufenden Rechnungen zu bezahlen oder so, sondern es geht hauptsächlich darum, dass ich diese wunderbare Arbeit im Namen unseres Herrn auf eine vernünftige und qualitativ ordentliche Art und Weise fortführen kann. Und da gibt es ein paar Leute, die mich da unterstützen und denen spreche ich hier mit diesem Video herzlichen Dank aus. Es ist halt verflucht schwer, in diesem System zurechtzukommen. Sicher, wenn man wie in Belgien ich ein kleiner Selbstständiger ist. Und naja, das Problem ist, welche Alternativen für eine Arbeit habe ich? Ja? Über 50 Jahre alt, nicht studiert, über 20 Jahre als Selbstständiger gearbeitet. Da bist du hier in Belgien auf dem Abstellgleis. Also wenn du einen anderen Job haben willst, naja, und dann die Frage noch, welchen Job auch, ne? Soll ja nicht nur Geld bringen, sondern soll ja auch ein bisschen Spaß machen, was man macht in der Arbeit. Und mit meinem Weinverkauf, ja, das macht manchmal Spaß und manchmal nicht. Naja. Jedenfalls wollte ich euch nur mal ein bisschen informieren, dass ihr mal seht, dass ich jetzt mal ein Video mache, das ich mal eben spontan mache und dann auch das eben spontan schnell hochlade. Werde ich machen, wenn ich gleich nach Hause komme. Ach, jetzt fängt sie wieder an zu spielen hier, ne?
gräbt Maulwürfe aus und sucht sich irgendwelche Stöcke oder sonst irgendwas da. Ja, da hat sie einen halben Baumstamm, an dem sie jetzt rumkratzt. Na, das ist ein Ach, das ist ein alter Reifen. Seht ihr das? Ja, Lena, den kriegst du da nicht raus. Das ist ein ganzer Reifen, du. Da kannst du nichts mitmachen. Ich glaube, was du willst, das ist sowas wie das hier, ne? So ein Stock hier. Mal sehen. Seht mal. Tja. Jetzt hat sie wieder ihre Freude. Naja, der Stock hält natürlich nicht lange, der ist ziemlich morsch. Na jedenfalls, ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Herzlichen Dank an die Leute, die mich unterstützen. Und ich hoffe, dass wir noch viel, viel, viel Wahrheit rausbringen können über meine YouTube-Kanäle. Und dass ihr euch das weiterhin anschaut und dass ihr das vor allen Dingen auch weiterhin verbreitet. Meine Arbeiten sind urheberrechtsfrei und können überall auf sozialen Netzwerken und anderen Videoplattformen und so weiter hochgeladen und weiter verbreitet werden. Ich bitte ausdrücklich drum, ohne dass man da natürlich irgendwas editiert, verändert und ohne dass man da natürlich auch sagt, damit Geld zu verdienen. Das tue ich auch nicht, das möchte ich absolut nicht. Der Heilige Geist gibt diese Information gratis und gratis gibt man sie weiter. Das war so ungefähr, was ich sagen wollte. Und jetzt werde ich mich gleich mit dem Hund noch ein bisschen beschäftigen. Ne? Lena, suchen wir gleich nochmal ein Stöckchen oder so, dass du was Vernünftiges findest. Ein bisschen rumlaufen kannst. Ne? Na, ihr seht, der Kleinen geht's gut. Und uns soweit eigentlich auch. Abgesehen von den täglichen Problemen hier, den normalen. Und ja, könnt ihr euch also freuen, die Buchlesung Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris kommt noch ganz hochgeladen. Dann die Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear wird hochgeladen. Und inzwischen habe ich auch schon wieder ein paar andere Bücher, unter anderem von Griesinger, mit dem ich mich beschäftigen werde. Und ja, über die 7-Tags-Adventisten und deren satanische Lehre und warum das satanisch ist und wo da die subtilen Probleme und Fehler liegen, werde ich auch ein Video drüber machen. Auf jeden Fall in Englisch, ob in Deutsch weiß ich noch nicht, aber in Englisch auf jeden Fall. Und werde ganz deutlich rausbringen, dass sie eine Falschlehre machen in Bezug auf die 1260 Jahre Regierung des Antichristen, die prophetischen 3,5 Jahre, 42 Monate oder 1260 Tage und auch die verkehrte Auslegung der 7-Tags-Adventisten von Daniel 8, der 2300 Tage, wo sie das 2300 Jahre berechnen und damit auf ihre 1844 kommen, wo sie ihre Kirche gegründet haben. Diese diabolische, von Freimaurern gegründete, von Jesuiten von Anfang an kontrollierte Kirche. Ich will dann nur zu sagen, bevor da wieder irgendwelche Kommentare kommen, die 7-Tags-Adventisten machen ihren Betrug derart subtil, dass man wirklich Probleme hat, das überhaupt zu entdecken. Aber wir wissen alle, dass die Mehrheit niemals recht hat. Weil die meisten Schafe laufen der Mehrheit hinterher, ohne überhaupt irgendwie zu kontrollieren. Und da muss man eben mal berücksichtigen, die 7-Tags-Adventisten sind die größte protestantische Denomination, so nenne ich das jetzt mal eben, die wir auf dieser Erde haben. Nach der römischen katholischen Kirche sind die 7-Tags-Adventisten die zweitgrößte organisierte, zwischen Anführungszeichen, christliche Kirche auf dieser Welt. Da muss man nach Fehlern suchen. Und man findet sie auch. Nur die meisten Leute tun das nicht. Sie glauben, von da sind wir errettet und gut. Und was den Sabbat angeht, nochmal eben zur Deutlichkeit, der Sabbat ist keine Erlösungsfrage. Aber ich halte den samstäglichen 7-Tage-Sabbat aus dem Grunde, weil Jesus Christus gesagt hat, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und an einer anderen Stelle der Bibel steht geschrieben, wenn man ein Gebot übertritt, das steht, glaube ich, in Jakobus Kapitel 2, müsst ihr euch mal anschauen,
Wenn man ein Gebot übertritt und bricht, und das Gesetz bricht, dann bricht man sie alle. Und die 10 Gebote sind nicht abgeschafft und nicht erfüllt. Jesus Christus hat das levitische, das mosaische, zeremoniale Gesetz am Kreuz erfüllt. Und wenn ihr meint, dass die 10 Gebote nicht mehr gelten, doch, dann habe ich eigentlich nicht viel darüber zu sagen. Das ist ein anderes Problem. Na, ich wollte es jetzt auch nicht zu lang machen, eine kleine Viertelstunde. Vielleicht hänge ich den kleinen Film noch an, wo Lena da vorhin auf der Straße rumgelaufen ist. Aber ihr seht, der Kleinen geht's gut. Die ist ganz glücklich. Hunde sind ja sowieso mit wenig zufrieden und ganz schnell glücklich. Na, guck mal hier, auf den Stock, noch mal eben hinterher laufen. Und von daher habt ihr sie noch mal gesehen, schön live. Wird wohl das letzte Live-Video dieses Jahres sein, schätze ich mal. Wir sind ja schon Ende November 2017. Vielleicht kommt nächstes Jahr noch mal eins. Und ansonsten wollte ich nur fragen, dass ihr euch meine Videos anschaut über die Lesungen und Besprechungen der verschiedenen Bücher und das nach Möglichkeit verbreitet auf sozialen Medien, wie, wenn ihr da Gebrauch von macht, ich mache das ja nicht, aber wenn ihr davon Gebrauch von macht, wie Facebook und Twitter und Pinterest und was weiß ich, wie der ganze Kram heißt, oder dass ein YouTube-Kanal habt, das wieder hochladen könnt, oder auf Dailymotion oder Vimeo oder wo auch immer, welche Plattform ihr euch aussucht, dass das Verbreitung findet. Weil viel Zeit bleibt uns nicht mehr, um die Leute zu informieren von der Wahrheit. Ne? So, das war's, was ich sagen wollte. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und noch einen schönen Tag weiterhin. Und bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Und Lena sagen Tschüss.